Ein herzliches Willkommen zu einem neuen kleinen Let's Play. Und zwar geht es wieder um ein kleines Horrorspielchen. Und zwar das jetzt kürzlich erschienene Deadlight. Wieder ein Spiel ohne viel Bam Bam, Krawum und Gedönse, also Gewalt. Und ja, wieder mal mit Webcam oder Facecam, wie die coolen Kids sagen. Und ich bin gespannt, weil das Spiel basiert auch auf der neuen Unreal Engine, der Unreal Engine 4. Und wir schauen einfach mal rein, ohne langes Geschwafel, schauen wir ins Spiel und ab geht die wilde Fahrt. Good, you've arrived. Sarah, focus. We haven't much time at all. They've been busy, they certainly have. Use that machine in your hand to find your way. There's much to see, much to learn. Where am I? It's been some time now. This place has been waiting for your arrival. Gather up everything you can. The memories contained within these walls are waiting to be found. Sarah, listen to me. You must succeed. Oh no. Okay, also wir sind jetzt wieder aufgewacht. Wissen wahrscheinlich nicht. Ah, Sarah, no matter where you go, there you are. So, M ist für die Karte. Kann ich herein und herauszoomen. Gut, die Karte führe ich ständig mit mir mit auf dem Handy. Das ist praktisch. So, die Grafik ist ein wenig verschwommen. Ich weiß nicht, ob das so soll, aber ich befürchte mal fast, ja. Das soll so. So, was haben wir hier? Häftling 52 hat offenbar Visionen von Schattenmenschen. Die anwesenden Ärzte versuchen fortlaufend konventionelle Therapien, aber ich glaube, wir müssen uns um neue Prozeduren Gedanken machen, die unseren bisherigen Erkenntnissen neue Anstöße verleihen. Okay. Patientenirrenanstalt ist super. Ich habe mich jetzt auch nicht so großartig mit dem Spiel beschäftigt. Das überrascht denn doch noch am meisten. Was ist denn dieses hier? Okay, eine Statue ohne Kopf, das verheißt meist schon nichts Gutes. Oh, hier haben wir noch mehr. Einen weiteren Brief. So, Mid Island Haftanstalt bekommt neuen Chefarzt. 5. Februar 1907. Die Mid Island Haftanstalt hat vor kurzem den Namen ihres neuen leitenden Arztes verlautbart. Dr. Walter Mercer. Er ist als führende Persönlichkeit in der Pocken- sowie Tuberkuloseforschung bekannt. New Kipling freut sich, einen so talentierten und leidenschaftlichen Rekruten, der bereitwillig den Kampf um die Gesundheit dessen Bürger aufnimmt, an Bord willkommen heißen zu dürfen. Ja, da freue ich mich auch. Eine neue Ärzte braucht das Land. Das ist schön. So kann ich, ja, laufen kann ich auch. Okay. So, wenn es um tatsächlich Krankenhäuser oder so eine Psychoanstalten geht, dann bin ich immer voll dabei. Was ist denn das hier? Use the light to find the answers. It will tell you where to look. Und so, verwende Leuchtstäbe, um weiter sehen zu können. Probieren wir aus. Eppa. So, die kann ich, ah, okay. Komm, nimmst du so viel mit wie geht. Okay, mehr als 4 kann ich nicht tragen. Oh Gott. Hier komme ich rein, das ist fein. Ich will mal gucken, ob ich auch die Treppe hochkomme. Ja, auch die Treppe komme ich hoch. Ich habe auch gelesen, dass die Levels hier zufällig generiert werden. So hieß es damals. Das hieß damals so in den Ankündigungen. Das ist nett. So soll kein Spiel dem anderen gleichen. Finde ich an sich eine ganz coole Idee. So, da haben wir anscheinend noch einen Brief. Und noch einen Brief? Ist das wirklich ein Brief? Ja. Oh, nett. Eine tote Kuh. We are but one thread woven from the web of life. All things connect, all things are bound. Okay, gut zu wissen. So, mit Island Hospital. Patient Record File. Datum 4. April. Akte Patientin 13. Lauf. Okay. Ich muss eben nochmal was in den Optionen umstellen. Entschuldigt mich. Die Soundeffekte müssen definitiv lauter. Muss, ne? So, Mausempfindlichkeit auch ein bisschen Änderung übernehmen.
Okay. Weil wir wollen uns ja schon ein bisschen zu Tode erschrecken, ne? Gehört ja dazu. Es soll ja ein zünftiges Horrorspiel sein. So, ist das hier El Doctore? Ich weiß nicht. Also grafisch ist es okay, aber dafür, dass es die neue Unreal Engine ist, reißt es mich bisher noch nicht so richtig vom Hocker. Aber wer weiß, was noch kommt. Ne, man sollte nicht zu früh meckern. So, komm, lauf ein bisschen schneller. So, jetzt wieder langsam. Suche in Behältern nach nützlichen Gegenständen. Verwende Leuchtstäbe, um Relikte zu finden. Das hier scheint etwas zu sein. Mit Island Hospital Patient Core File. Datum 4. März, Akte Patienten 13. Die Patientin, Alter 10 Monate, wurde von ihren Pflegeeltern aufgrund seltsamer und beängstigender Zwischenfälle, die kurz nach ihrer Entlassung aus dem Krankenhaus auftraten, wieder eingewiesen. Oh. Oh Gott, was... Okay. So, ich nehme hier nochmal. Zack. Okay. Jetzt habe ich wieder einen Leuchtstab. Laufen wir weiter. So, ich brauche die Leuchtstäbe, um Relikte zu finden. Was? So, ich bin eine Frau, wie ich höre. Ja, Sarah, ne? Logisch bin ich eine Frau. Ach, das ist optisch eigentlich doch ganz... ganz nett. Klar, es ist jetzt, denke ich mal, es ist kein... Outlast... Sind das meine Fußspuren? Oh, das sind meine Fußspuren. Sehr gut. So, ist hier jemand? Ne, ich kann mich nicht ducken. Ich lasse die Türen offen. Sicher ist sicher. Oh, guck mal, hier haben wir noch was. Ich finde schön, dass die Karte auf dem Handy mitgezeichnet wird. So, machst du auf. Billy, ich habe heute Nacht jemanden im Heizungsraum gesehen. Der Bastard hat mir nie so einen Schrecken eingejagt, dass ich fast tot umgefallen wäre. Ich hab mich aus dem Staub gemacht, bevor ich einen guten Blick auf ihn werfen konnte. Außer mir und Adam hat dort unten niemand etwas verloren. Ich hoffe stark, niemand der Wärter sucht sich dort einen Platz, um mit einer der Schwestern rumzumachen. Sorgt dafür, dass die Leute ihre Arbeit machen und sich nicht in meinem Heizraum umtreiben. George. So, dann schauen wir auch nochmal hier rein. Die Soundkulisse ist ganz geil. Was ist das? Mit Island Hospital Patient Record File. Datum 9. April 1860. Akte Patientin 06B. Mrs. Eucene Goodman hat der Patientin ohne Genehmigung des behandelnden Arztes einen Stoffbären gegeben. Miss Goodman wurde verwarnt und bis auf Weiteres von der Kinderstation einem anderen Bereich zugeteilt. Jo, okay. So, ich hole mir mal noch neue Leuchtfackeln. Ach du Scheiße. Was zum... Komm mal ran. Was war denn das für ein Scheiß? Komm, nimmst du noch eine und rennst. Warte mal, kann ich... Schmeiß mal weg. Kann ich nicht? Nee, ich dachte, ich könnte die wegschmeißen. Was ist eine rechte Maustaste? Nix. Schön. Ah, da lege ich die hin. Das ist gut. Dann nimmst du noch mal eine neue und dann laufen wir mal bis dahin. Hin. So, ich habe 3 von 6 Relikten gefunden. Du Scheiße. Oh, ich krieg eine Gänsehaut bei der... Bei der Soundkulisse kriege ich schon ein bisschen Gänsehaut. Das hat Wirkung, das finde ich saugut.
So, hier ist noch ein neues Relikt. Ist nichts drin? Ist nichts drin. Okay. Denn eben nicht. Weiter. So ist... Oh Gott. Will ich da durchgehen? Eigentlich nicht. Doch, komm, will ich. Niemand würde auf diese Weite... Niemand würde auf diese Weite... Ich verspreche, ich kann nicht mehr reden. Ich bin zu angespannt. Niemand würde auf diese Weise Bücher stapeln. Was? Entzündete Signalfackeln schützen mich. Das ist gut. Verpiss dich! Geh weg! George, unten im Heizungsraum geht, war etwas vor sich. Während meiner Reinigungsarbeiten kann ich ständig hören, wie sich da unten etwas bewegt und ich versichere dir, es sind keine Ratten. Das ist etwas Größeres. Ich weiß noch nicht was, aber sei vorsichtig, wenn du da unten bist, Adam. Dr. Mercer, Pflegerin Foster hat sich darüber beklagt, dass Krankenwärter William Farish manchmal stundenlang während seiner Schichten verschwindet und wenn er wieder auftaucht, sind seine Hände und Hosen so schmutzig, als hätte er im Dreck gegraben. Wenn sie ihn darauf anspricht, macht er einen verwirrten Eindruck und fragt, wo er sich waschen kann. Das ist die vierte Beschwerde innerhalb von 2 Wochen über Farish und ich fand, die Angelegenheit sollte an sie weitergeleitet werden. Percy. Ich behalte jetzt diese Fackel in der Hand. Ah, verdammt, hier geht's nicht weiter. Dann mache ich mal wieder eine Leuchtfackel an. So, aber hier ist nämlich was drin. Oh, scheiße. Ich bin hier doch gefangen, da komme ich doch nicht vorbei. Ah, hier ist eine Tür. Gut, hab ich gepflegt übersehen. Hier ist auch noch eine. Gehen wir erstmal hier rein. Hallo, bitte tut mir nichts. Ich bin ein guter Mensch. Ich bin ein sehr guter Mensch. Tut mir nichts. Geht bloß alle weg. Ich will euch hier überhaupt nicht sehen. Mach bloß nicht das Licht aus. I know you're there. Ich habe eine Gänsehaut. Das ist super. Ich freue mich. Weißt du, das hier ist auch anders als zum Beispiel Outlast, wo es nur um Gewalt und Terror ging. Hier sind Geister drin und Geister sind spitze. Adam, ich glaube, ich habe das Ding gesehen, von dem du das letzte Mal gesprochen hast. Ich weiß nicht, was zum Teufel es ist, aber es ist bestimmt kein Mensch. Es hat mich einfach angestarrt und ist verschwunden, als ich mein Licht darauf gerichtet habe. Billy sagte, ich hätte Schatten gesehen, aber ich weiß, was ich gesehen habe. Irgendetwas stimmt da unten nicht. Ich werde beantragen, dass sie mich versetzen, George. Nein, macht nicht aus. Macht das Scheiß... Gott, lass bloß das Licht an. Echt. Der Waschraum.
Mann, die Soundkulisse ist spitze. Ich krieg so eine Gänsehaut bei der Soundkulisse. Das gefällt mir richtig gut. Safety first. Kinder, merkt euch das. Okay, hier ist nichts weiter. Ist auch nichts hier in der Badewanne? Ne. Nichts. Was ist hier? Auch nichts. Von hier bin ich gekommen. Habe ich irgendwas verpasst? Ja, natürlich habe ich das. Nee, hier war ich drin. Hier war ich schon... Nee, hier war ich nicht drin. Oh Gott. Oh, meine Leuchtfackel ist auch gleich wieder aus. Ich brauche eine neue Leuchtfackel. Asa weiß einem Fakt. Ich will jetzt auch nicht den ganzen Weg zurückrennen, nur um eine neue Leuchtfackel zu holen. Das wär blöd. Nee, von hier bin ich ja gekommen. Ne? Wir gehen mal hier weiter. Komm, wir brauchen... Is there anybody in there? Es hat natürlich schon so ein bisschen... Ich vergleiche zwar nicht... Ich vergleiche ja nicht gerne so mit anderen Spielen, aber das hat hier schon so ein bisschen Slender-Style. So, was ist denn das für ein X? Wieso ist das da geXt? Hier ist nix. Ach, aber ich sag mal, ne, Slender-Style muss ja nicht immer zwingend schlecht sein. So, hier war doch irgendwas. Wieso ist das da geXt? Ach so, da war ein Schränkchen. Okay. Okay, und weiter geht's. Was ist das? Was ist das da hinten? Was zum Teufel? Oh Gott.